Sie wollten doch die Diskette vom Waffenladen. Ich habe sie. Perfekt! Ich wusste, Sie würden es schaffen. Richtig. Ich erinnere mich, dass Sie etwas über eine Belohnung erzählt haben. Sicher! Ich halte mein Wort immer. Ich denke, das könnte nützlich für sich sein. Sie können damit leicht jeden Bot zerstören. Außerdem Sicherheitssysteme. Geschweige denn Sicherheitssysteme. Hier, ich gebe Ihnen auch noch 300 Credits. Sie haben sich's verdient. Danke. Ich werde einen guten Nutzen für diese Dinger finden. Damit wird das auch erledigt. So. Wir sind gerade bei unserem zweiten Auftrag für die Judicians. Wir sollen einen Verräter unschädlich machen. Aber wir sollen ihn nicht töten, wir sollen ihn... Scheinbar wurde er gehackt, sagen wir so. Sein Geist wurde gehackt. Und deshalb ist er übergelaufen. Und wir sollen ihn unschädlich machen, damit man ihn wieder reparieren kann, sagen wir so. Kein Saft mehr. Wer hätte das gedacht? Okay. Hier irgendwo muss seine Wohnung sein. Wir haben auch den Schlüssel dafür bekommen. Oh Gott, wir hören ihn schon. Da bin ich ja mal gespannt. Okay. Ich glaube, du hast ein kleines Problem. So, das war's. Ziel Daryl. Derzeit unter Überwachung. Notiz. Wo geht er hin? Was sind seine Gewohnheiten? Wer kennt er? Wann ist er allein? Ich warte derzeit auf neue Ausrüstung. Na, dann hau doch ab! Ah, da bist du ja. Meine Brüder haben bereits unseren Freund geborgen. Aber ich will deine Version hören. Wie ist es gelaufen? Ich hab's so gemacht, wie es mir gesagt wurde. Ich hab ihn ausgenockt und er hat versucht, tödlich zu werden, aber ich hab der Versuchung widerstanden. Deine Zurückhaltung ist, wird sehr wertgeschätzt von uns. Leider hat man herausgefunden, dass Davids Gehirn beschädigt war. Seine Selbstkontrolle war eingeschränkt. Wie auch immer, Daniel, ich danke dir für deine Hilfe. Hier sind 500 Credits mit meinen besten Grüßen. Sorg dafür, dass du gut ausgerüstet bist. Deine nächste Mission wird sehr schwierig. Wir werden der Schattenlegion ein Ende setzen. Und wir werden die Straßen mit dem Licht des Sieges erhellen. Bevor ich gehe, kann ich dich was fragen? Ich höre zu, Bruder. Ich suche nach einem Labor, das Human Horizon gehört. Hast du darüber gehört? Ich habe keine Informationen darüber, Bruder. Aber ich werde meine Dateien durchsuchen. Komm später wieder. Wenn der Allmächtige es für richtig hält, dein Pfad zu erleuchten, wird die notwendige Information gefunden. Eine letzte Mission haben wir noch für die Judicians. Wir müssen den Anführer unserer gegnerischen Fraktion erledigen. Marseille, der Führer der Schattenlegion. Wir haben allerdings überhaupt keine Ausrüstung. Er hat noch gesagt, rüste dich aus, rüste dich aus.
Ich habe aber eine bessere Idee. Fast. Hey, wo zur Hölle wollen Sie hin? Wer hat Sie reingelassen? Arman hat mich gesendet. Ich bin hier, um Marcel zu sehen. Na schön, geh runter und um die Ecke. Da wirst du ihn finden. Ich weiß, was ihr gleich finden werdet. Das war knapp. Ich sollte vielleicht schlauer mit meinem Vorgehen sein. Hey, Kumpel, wie wär's, wenn du dir einen anderen Platz suchst? Okay, na jetzt kann der Spaß endlich beginnen. Seid ihr aggro? Wow. Anscheinend ja. Du kannst nicht mit allen zusammen anlegen, das ist halt zu viel. Allen auf einmal meine ich natürlich. Hahaha, ha, ha. Meine Sprache wird richtig eingeschränkt, wenn ich so dumm übersetze. Nein! Scheiße. Boah, okay, alles klar, ausrüsten. Complete madness. This is too much for me. Scheiße! Der alte Schwanzlutscher, hast du einen Namen? Alter! Was ist hier los? Die Spinne da oben auf dem Ding. Oh, es ist lustig, echt. Ich komme gar nicht mehr zurecht. Okay, ist gut, Spinne. So. Ausgeknipst. Ja, ich denke, damit wäre diese Aufgabe auch erledigt. Du hier! Das ist ja interessant. So, theoretisch sollen wir jetzt hier rein. Okay. Ihr habt nichts gesehen. So. Hier ist der Generator. Leider können wir sonst nicht ins Wasser. Wir haben endlich einen Weg ins Labor gefunden. Aber um dahin zu kommen, müssen wir durch das Wasser durchtauchen. Man hat mir auch ein Augment gegeben, damit ich das so ernst überleben kann. Wisst ihr, was lustig ist? Oh doch, ich hab Batterien. Ich wollte gerade sagen, wisst ihr, was lustig ist? Ich kann aber gar nicht dieses Augment aktivieren, weil ich keine Energie dafür habe. Aber egal. Auf ins Nass, nicht wahr? So. Ah. Eine halbe Ewigkeit später.
Was bist denn du für ein Toilettentieftaucher, ey? Stopp! Wer ist da? Mein Name ist Daniel. Gerard hat mich gesendet. Er hat dich hier auch hergeschickt, nicht wahr? Bist du alleine? Mein Kumpel hat es nicht geschafft. Haben Sie die Energie abgeschaltet? Endlich! Das heißt, ich kann hier raus. Können Sie sich vorstellen, diese Tür kann nicht geöffnet werden ohne Energie. Also haben wir uns entschieden, eine Wanze an den Generator anzubringen, um sie dann später aus der Ferne zu aktivieren, wenn wir die Unterwasserregionen überwunden haben. Mein Kumpel hat die Energie wieder angeschaltet, aber er konnte sie nicht mehr abschalten. Ich schätze, unser ferngesteuertes Gerät ist nass geworden. Oder vielleicht die Wanze selber. Ich dachte, ich müsste hier sterben. Oder dass die Bots mich erwischen würden. Aber nun sind sie ja hier. Ja, der Weg nach draußen ist wieder begehbar. Sie sagten, ihr Freund sei tot? Ich weiß nicht. Er ist runter ins Lagerhaus und ich bin ins Labor. Mein Freund wurde von einigen Bots aufgehalten. Ich habe seine Schreie über den Funk gehört. Ich schätze, sie haben ihn erledigt. Ich war so verängstigt, dass ich gerannt bin, soweit ich konnte. Darunter bringe ich keine 20 Pferde mehr. Okay. Ich gehe und sehe nach deinem Freund. Vielleicht. Aber ich muss hier erstmal durch. Hey, denken Sie bloß nicht, dass ich hier auf Sie warte. Hier, nehmen Sie den. Und hier nehmen Sie die, ein paar Betäubungsbolzen. Die werden nichts gegen die Bots anrichten, aber ich habe nichts anderes, was ich dir zur Belohnung geben kann. Danke nochmal, ich bin raus. Okay. Greife auf Paris Labordatenbank zurück. Warnung, Sicherheitssystem wurde aktiviert. Schreiten Sie mit äußerster Vorsicht voran. Ja, und so weiter und so fort. Puh! Aber jetzt haben wir die Lähme wieder. So, hier ist das Warenlager der ganzen Anlage. Mal sehen. Ich sehe keinen Sprengstoff. Ich habe so das Gefühl, dass hier unten die Bots sind, die... Na, ihr seht mal, das ist doch der Kumpel von ihm. Das ist nicht gut. Ja, soll ich mich jetzt wirklich tarnen oder soll ich... Ah! Ach, wisst ihr was? No risk, no fun. Ah, wir stehen unter Beschuss. Aber mir fällt mir schon was ein. Kann man hier irgendwas anvisieren überhaupt? Das war ja richtig dumm von mir, ich weiß. Wisst ihr was, das Gute daran ist, wir heben uns die Munition dadurch natürlich wieder auf. Oh was? Es hat mir auch die Beine weggefetzt. Also das heißt auch, es hat mir die Beine weggefetzt. So weit, so nah dran. So hoch ist die Reichweite. Scheiße. Scheiße! So, hier sind ein paar Griesel. Green, greasy, greasy. Ich hab eine Spinne da unten platziert. Aber dieses Ding macht nichts. Jetzt vielleicht? Möchtest du jetzt vielleicht was machen?
Die springen einfach rum, diese Griesel. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Man kann die Dinger auch reparieren und alles. Und aufladen. Jetzt haben sie wohl bemerkt, dass ich hier bin. So, das ist endlich der Teil des Labors, den wir eigentlich aufsuchen sollten. Ja. Aber sehen wir uns noch ein bisschen um hier. Es ist noch nicht ganz, es ist noch nicht ganz ergründet, was wir hier finden können. Außerdem, oh, ein Augment. Ein Implantat. Aber wir ersticken langsam, weil hier nicht keine Sauerstoffatmosphäre ist. Vermutlich um die Korrosion zu mindern. Okay. Machen wir uns bereit. Zack. Daten werden verarbeitet. Lese. Fehler. Mehr Zeit für die Dechiffrierung wird benötigt. Der Dechiffrierung wird der Träger Unwohlsein verspüren. Machen Sie sich so schnell wie möglich weg aus dieser Gegend. Ja, hör mal. Verschwinden Sie von mir. Oh, endlich. Dechiffrierung Prozedur fertiggestellt. Lese, der komplette Name des Projekts war Titan. Das Programm in Ihrem Kopf ist nur ein Subprogramm. Empfehlung, der Träger muss sich nach Russland begeben, nach Moskau. Das Ziel ist Wladimir Grigorjev. Er hat teilgenommen am Titan-Projekt. Gut. Es gibt ja noch was ich tun wollte. Egal. Xander, was los? Wie sieht's aus? Hast du alles gefunden, was wir brauchen? Ja, Titan hat die Daten bereits dechiffriert. Anscheinend, naja, wir müssen halt nach Russland, ne? Nach Moskau. Warum Moskau? Wegen Wladimir Grigorjev. Ein Mitglied des Titan-Projekts. Titan ist anscheinend eine Art künstliche Intelligenz. Es muss der Klient sein, der uns rekrutiert hat für die Mission in Human Horizon. So, du hast also eine funktionierende künstliche Intelligenz in deinem Kopf? Nee, Titan ist nur ein Subprogramm, schätze ich. Es wurde entwickelt, um Informationen zu sammeln, die Titan wirklich braucht. Nun müssen wir es aufspüren und Wladimir Grigorjev ist der Schlüssel dazu. Er ist in Moskau. Wir müssen ihn dort finden. Okay, alles klar. Ich entstaube schon mal den Hubschrauber. Wir gehen nach Russland. Ja.